Piep! Piep! Lucfindo, Lucfindo, es geht los, die Kinder sind da! Ach, tatsächlich. Hallo, liebe Kinder. Schön, dass ihr da seid. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Lucfindo Lupus und ich erzähle euch Geschichten von Colin Cleff und seinen Freunden. Piep, Piep und ich bin Pepe Piep und mache mit beim Geschichtenzuhören, Piep. Was ist denn das für eine Geschichte, die du uns erzählen wirst? Soll ich gleich anfangen? Piep, ja bitte! Also, hört gut zu. Es war einmal ein sprechender Hund, nicht dumm, nicht dünn, nicht rund. Freudig lief er durch die Stadt, weil er nun ein super Herrchen hat. Piep, den Nils, das ist ein Herrchen, Piep. Richtig, Piep. Den hat er nämlich ganz doll lieb. Richtig, Pepe. Nun, viel hatte Colin dem Nils schon beigebracht. Es gibt nämlich Regeln, davon 8, die man kennen sollte gut, damit kein Hund einem Böses tut. Piep, aber ihr Hunde seid doch lieb. Ja schon, Pepe Piep. Solange man uns nicht bedrängt, nicht ärgert, nichts wegnimmt, nicht rennt. Bei Hunden, ob groß, ob klein, muss man fair und artig sein. Es gibt ein paar Dinge, die sollte jeder wissen. Piep, die Geschichte wird lang. Ich hol mir mal ein Kissen. Ich warte, Pepe Piep. Danke, du bist lieb. Piep, jetzt sitze ich gut und weich. Wie war das mit dem Nils und dem Colin gleich? Also, die Geschichte beginnt an einem sonnigen Sonntag. Piep, das ist mein Lieblingstag. Sie spielen Ball im Park. Das finden beide super stark. Nils wirft, so weit er kann und ruft: Los, Colin, fang! Wuff, fast geschafft! Toll, Colin, und jetzt werfe ich ihn gleich noch viel weiter. Wow, wow, wow! Weißt du was, Colin? Wuff, wuff, wuff. Meine große Cousine Käthe kommt uns für ein paar Tage besuchen. Sie ärgert mich immer und stellt so blöde Fragen. Und sie lacht immer so blöd. Und sie will ständig mit Puppen spielen. Ha, 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 ha. Was sagst du? Ha. Oh, du hast ja noch den Ball im Mund. Da kannst du ja gar nicht sprechen. Warte mal. Da müssen wir aber aufpassen, dass sie nicht mitbekommt, dass ich sprechen kann. Das muss unser Geheimnis bleiben. Das darf deine Cousine nicht erfahren. Wuff, wir dürfen auf keinen Fall was verraten, sonst rennt sie noch zu Oma oder zu irgendwelchen anderen Leuten und verrät unser Geheimnis. Stimmt, aber wir passen gut auf. Ich werf nochmal. Und weißt du was? Manchmal gibt sie mir immer einen total blöden Namen. Dann ruft sie mich immer... Kleiner Nils. Oh, oh, Colin, da kommt Käthe. Versteck dich lieber, schnell. Kleiner Nils! Nils? Ah, da bist du ja! Mit wem hast denn du gesprochen? Mit niemandem. Mit niemandem? Und wo ist dein Hund? Oma Olga hat mir gesagt, du hast einen Hund. Ja, aber der ist gerade spazieren. Mhm. Oh, schade. Stell dir vor, ich darf bei dir im Zimmer schlafen. Was? Bei dir? Nein, auf gar keinen Fall. Das muss ich sofort Oma Olga sagen. Oma, Oma Olga, das geht doch nicht. Die Käthe soll nicht bei mir schlafen, niemals. Wo wohl der Hund sein mag? Ich hätte auch gerne einen Hund. Einen, den man knuddeln und knutzen kann, mit dem man spielen und wusseln kann. Das wäre schön. Wo der wohl sein mag? Und wie heißt er eigentlich? Wisst ihr das? Käthe, kannst du bitte mal kommen? Ich brauche deine Hilfe, Liebchen. Komm mal rein. Oma Olga ruft mich. Ich werde sie mal fragen, wie dieser Hund heißt. Oma Olga, Oma Olga, wie heißt denn der Hund vom Nils? Das ist unser Colin. Psst, Colin, du kannst wieder rauskommen. Hab keine Angst, Käthe ist weg, die Luft ist rein. Hey Nils, deine Cousine hat mich gesucht, aber nicht gefunden. So gut habe ich mich versteckt.
Aber weißt du was? Sie findet Hunde toll und sie hätte auch gerne einen. Was? Mhm. Oh nein, wie furchtbar. Sie will dich mir wegnehmen. Nein, Nils, das hat sie doch gar nicht gesagt. Oh doch, aber sie wird dich niemals bekommen, niemals. Aber Nils, vielleicht ist deine Cousine doch gar nicht so blöd. Vorsicht, Colin, da kommt sie. Versteck dich lieber nochmal hinter dem Busch, bitte. Na gut. Kleiner Nils. Hallo, kleiner Nils. Was machst du denn gerade? Nichts. Spielst du Ball? Nö. Sollen wir nicht ein wenig Fußball spielen? Nö, mit dir spiele ich doch kein Fußball, du Riesenkäte. Was? Du Blödmann. Selber blöd. Du Mini-Brötzen. Du Riesenmöhre. Du Mini-Zwerg. Du riesengroße Bohnenstange, ne, 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 ne. Du Mini-Banane. Du Riesen-Riesen-Chicorée. Was ist das denn? Was? Du weißt nicht, was Chicorée ist? Meine große Cousine weiß nicht, was Chicorée ist. Hör auf, Mist, auszulachen. Das muss ich Oma Olga sagen. Nein, das machst du nicht. Oh doch, das mache ich Nein, wohl. Nein, das ist gemein. Etty Betty, Oma Olga, die Käthe weiß nicht, was Chicorée ist. Das ist gemein. Immer werde ich ausgelacht. Es mag das nicht. Blöder Chicorée. Ist mir doch egal, was Chicorée ist. Blöder Nils. Wow, wow. Hä? Wer bist du denn? Oh, du bist aber hübsch. Bist du der Hund vom Nils? Bist du der Colin? Da hat der Nils aber Glück, so einen tollen Hund zu haben. Oh, bist du Wusselis und Kusselis? Oh, bist du hübsch. Mm. Oh, bist du hübsch und so weich. Mm. Ach, so ein toller Hund. Was hast du denn? Ich will dich doch nur streicheln und wusseln und kusseln. Hm? Bleib doch hier, mein süßer Kleiner. Hm? Bleib doch hier, Mensch. Was hast du denn? Was fährst du denn so? Ich will dich doch nur streicheln. Was knurrst du denn so? Es tut dir doch gar nichts. Bleib hier. Bleibst du wohl hier? Komm zurück, du blöder Hund. Komm zurück. Was? Wer nennt hier meinen Hund einen blöden Hund? Ich. Dein Hund ist nämlich nicht gut erzogen. Er hat mich sogar angeknurrt und dann ist er einfach weggelaufen. Ja, und weißt du auch warum? Der Colin hört nämlich nur auf mich, seinen besten Freund. Und du bist eben nicht seine beste Freundin, du bist nur ein Riesen-Chicorée. Ha, du ha, ha, bist ha, ha, gemein! Colin, wo bist du? Du kannst wieder rauskommen. Die Luft ist rein. Käthe ist weg. Mensch, Colin, komm doch. Oh, hallo, mein Guter, da bist du ja. Was war denn los? Ach, deine Cousine will ständig kuscheln und mir wurde das Wuscheln und Kuscheln langsam zu viel. Aber sie hat einfach am Halsband mich festgehalten und weitergestreichelt, obwohl ich gar nicht festgehalten werden wollte. Oh, wie gemein! Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte und ich hab gezerrt und geknurrt und wenn sie nicht losgelassen hätte, dann hätte ich sie vielleicht sogar gebissen. Was? Oh nein, das darfst du nicht. Ich mag meine Cousine auch nicht besonders, aber wenn du sie beißt, dann steckt dich die Oma bestimmt ins Tierheim und dann können wir uns nie wiedersehen. Aber wieso? Ich bin doch gar nicht schuld. Sie hat mich doch festgehalten und sie wollte nicht loslassen. Ja, vielleicht. Sie hat einen Fehler gemacht. Wir müssen ihr das sagen, damit sie das nicht nochmal macht, okay?
Aber Colin, versprich mir, egal wie sehr meine Cousine dich kuschelt und wuschelt, du darfst sie nicht beißen. Ich will nicht, dass du ins Tierheim kommst. Ja, ich verspreche es. Nils, vielleicht wollte sie nur so viel kuscheln, weil sie so traurig ist, weil sie überall und immer ausgelacht wird. Was? Sie wird überall und immer ausgelacht? Ja, das hat sie erzählt. Immer und überall. Aber sie ist doch so groß. Viel größer als ich. Ich glaube, sie wäre gerne kleiner. Und ich? Ich wäre gerne größer. Nils, Liebchen, das Essen ist fertig. Kommst du bitte den Tisch decken? Ja, Oma, ich komme. Du, Colin, ich muss los. Kommst du mit? Wuff, ich gehe noch ein wenig auf die Wiese. Ich bin vor der Dunkelheit wieder zu Hause. Bis gleich. Tschüss. Bis gleich, Kinder. Nils geht heim und Colin geht raus. Es wird dunkler und dunkler, das Licht geht schon aus. Der Mond scheint hell am Himmel, weit oben. Der Zeiger hat schnell die Zeit vorgeschoben. Piep! Und wo ist der Colin jetzt hin? Vergaß er den Uhrzeigersinn? Colin blieb weiter, weiter fort. Irgendwo an einem anderen Ort. Oma backte Schokokuchen und Nils beschloss, den Hund zu suchen. Colin? 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 Colin, wo bist du? Kinder, ich suche schon seit einer halben Stunde den Colin und rufe ihn ständig und er kommt einfach nicht. Es ist schon dunkel und er hat doch gesagt, er kommt nach Haus, bevor es dunkel ist. Colin! Colin, ich bin's, Nils, wo bist du denn? Colin! Ist dein Hund weggelaufen? Ja, bestimmt wegen dir. Was? Wieso denn wegen mir? Na, weil du ihn immer kuschelst und das mag er nicht. Natürlich mag er das. Alle Hunde mögen das doch. Nein, tun sie nicht. Bin ich jetzt etwa schuld? Nein, eigentlich nicht. Bestimmt ist Colin nur eine Runde spielen gegangen. Aber ich hoffe nicht in der Nähe vom Wald, weil dort hat Hugo, der Hundefänger, seine Waldhütte stehen. Und er würde alles dafür tun, um Colin zu fangen und ihn an den Zirkus zu verkaufen. Wieso? Warum? Warum soll er ihn denn an den Zirkus verkaufen wollen? Na, weil Colin eben ein ganz besonderer Hund ist. Was ist denn so Besonderes an deinem Hund? Das sage ich nicht. Und jetzt lass mich in Ruhe. Ich muss Colin finden. Colin, 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 wo bist du? Kinder, was kann denn der Colin so Besonderes, dass der Hugo-Hundefänger ihn haben will? Kann er vielleicht Zirkuskunststücke? Kann er Seilchen springen? Kann er vielleicht Kopfstand? Oder kann er vielleicht pressen? Was? Das glaube ich nicht. Ein Hund kann doch nicht pressen. Das gibt's doch nicht. Ganz gleich, was er kann. Dieser Hundefänger Hugo darf ihn nicht bekommen. Ich geh mal dem Nils helfen, den Colin zu finden. Bis gleich, Kinder. Tschüss. Und so ging Käthe los in den Wald. Es wurde dunkler und kalt. Und wer findet Colin zuerst im kalten Wald? Pepe, ist dir kalt? Ein bisschen friere ich. Ich kuschel mich ganz nah an dich. Tu das, kleiner Pepe. Übrigens, es ist nicht Nils oder Käthe, die den Colin finden im Wald. Es ist Hugo und er brüllt schon wieder. Halt! Bleib stehen, du frecher Hund, ich krieg dich eh! Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht! Ich krieg dich doch! Na warte, dir zeig ich's so! Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du langsames Brötchen! Was? Wie nennst du mich? Ein langsames Brötchen? Na warte, wenn ich dich kriege, dann hast du nichts mehr zu bellen, du. Langsames Brötchen, langsames Brötchen. Na warte, du, wenn ich dich in die Finger krieg, dann kannst du was erleben, du frecher Hund. Dann verkaufe ich dich an den Zirkus und dann verdiene ich viel Geld mit dir. Du kriegst mich nicht. Ich krieg dich sehr wohl, ich bin schon ganz nah hinter dir. Jetzt hab ich dich. Nein, lass mich los. Lass mich los. Nein, du blöder Hugo.
So, du sprichst ab heute nur noch im Zirkus und nur, wenn ich es dir erlaube, du frecher Hund. Diese Verfolgungsjagden sind nichts für mein schwaches Herz. Ich muss mich kurz ausruhen. Nee. Das ist doch dieser Hundefänger Hugo. Kinder, passt mal auf. Ich werde diesen Hugo veräppeln und Colin helfen. Hallo, hallo, Herr Hundefänger Hugo. Hallo? Woher weißt denn du, wer ich bin? Die ganze Welt kennt Sie doch. Sie sind der berühmte Hundefänger von Köln. Richtig? Ja, richtig. Genau, der bin ich. Jawohl, ja. Und was haben Sie heute für einen Hund gefangen? Ein Prachtexemplar, sag ich dir. Colin Cleff, ein sprechender Hund. Was? Aber Hunde können doch nicht sprechen. Dieser schon hier. Und welche Sprache spricht er? Na, unsere Sprache natürlich. Wirklich? Das glaub ich nicht. Das will ich hören. Na gut, Mädchen. Aber nur ganz kurz. Ich hab wenig Zeit. Ich muss weiter. So, dann nehme ich die Leine hier mal runter. Und jetzt sprich, Colin, du. Ich hab gesagt, du sollst sprechen, du. Jetzt sprich endlich verdammt nochmal, du. Vielleicht braucht er ja ein Leckerli für sein Kunststück. Gute Idee. Also, Colin, wenn du von mir eine Leckerli bekommst, sprichst du dann? So. Also, Colin, jetzt sag mal guten Tag zu dem netten Mädchen hier, du. Wow, wow. Was? Willst du mich veräppeln? Sprich, Colin. Ich hab gesagt, du sollst sprechen, du. Vielleicht will er ja mehr Leckerlis. Wow, willst du noch ein Leckerli? Na gut, hier hast du noch ein Leckerli. Und jetzt sprichst du, ja? Jetzt sagst du bitte Hallo, Tschüss und auf Wiedersehen zu diesem Mädchen und dann gehen wir. Wuff, wuff, wau, 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 wuff, wuff, wuff. Ich glaube, den können Sie an keinen Zirkus verkaufen. Der spricht zwar, aber nur das, was jeder Hund spricht. Hundis! Colin, hör auf, mich zu veräppeln. Verdammt nochmal, du sollst sprechen auf der Stelle. Sprich sofort. Bau, bau! Ha, ich hab's. Er ist vielleicht nur heiser und hat Durst. Er muss was trinken. Holen Sie doch von dort hinten etwas Wasser und iss halt so lange die Leine und pass auf ihn auf. Gute Idee, Mädchen. Aber gut festhalten, dieser Hund ist stark und schnell. Ich geb dir die Leine und jetzt sehe ich kurz Wasser holen. Einen Moment, ich bin gleich wieder da. Ich pass gut auf. Den haben wir aber schön veräppelt. Danke, Käthe. Du sprichst ja wirklich. Ja, aber wir reden später. Komm, wir gehen lieber. Käthe! Los! Ich glaube, ich träume. Ein sprechender Hund, wenn ich das meiner Mama erzähle. Wir müssen weg. Ach, ist das schön, ein sprechender Hund, Kinder. So, jetzt habe ich hier eine große Topf voll Wasser. Aber wo ist denn der Hund hin? Weiß ich nicht. Du blöder Hundefänger. Na klar weißt du das, du hast doch die Leine festgehalten, du. Du blöder Hundefänger, du kriegst den Kolonist, du Sikore. Was ist das dann? Du weißt nicht, was Sikore ist? Nö. Du weißt nicht, was Sikore ist. Du weißt nicht, was Sikore ist. Sikore, Sikore. Also, Unverschämtheit ist das. Dieses freche Mädchen hat mich hier etwa veräppelt. Na, wartet. Oh, irgendwann werde ich diesen Hund kriegen. Und dann wird mir niemand, auch kein kleines freches Mädchen, mir den Hund wieder wegnehmen. Niemand, jawohl. Oh, eine Unverschämtheit, eine Frechheit. So ein freches Mädchen, eine Unverschämtheit ist das. Jawohl, unverschämt. Eine riesen Unverschämtheit, mir, Hundefänger Hugo, den Hund abzunehmen. So ein freches Mädchen. Hugo fluchte und fluchte, während Nils Colin suchte. Käthe lief schnell mit Colin zurück. Piep, 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 piep. Hat der wieder Glück?
Hätte die Käthe den Hugo nicht reingelegt, dann wäre jede Hilfe zu spät. Richtig, Pepe Piep. Und Nils hat doch den Colin so lieb. Ganz genau. Denn Colin ist stark und schlau. Piep, wie eine Supersau. Piep, wie geht's denn weiter? Käthe war aufgeregt und heiter, purzelte vor Glück und lief mit Colin ein Stück. Doch Colin musste Käthe sagen, dass sie ein Geheimnis zu wahren haben. Bin ich aufgeregt. Du kannst ja wirklich spressen. Das ist ja super toll. Das muss ich meiner Mama erzählen, wenn ich wieder nach Hause fahre. Du, Käthe, ich muss dir da mal was erklären. Dass ich sprechen kann, ist ein Geheimnis. Du darfst mit niemandem darüber reden, wirklich mit niemandem. Außer natürlich mit dem Nils. Versprichst du mir das? Ja, ich verspresse es. Du wusseliger, kusseliger Colin Cleff. Ich hab dich lieb. Und noch etwas, Käthe. Hunde sind keine Kuscheltiere. Hm? Ja, entschuldige bitte. Ich kann sprechen und dir sagen, was ich mag und was nicht. Aber andere Hunde machen das nicht. Es gibt Hunderegeln. Die sollte man kennen. Und welche sind das? Einen Hund in Ruhe fressen lassen. Ihm nicht das Spielzeug wegnehmen. Ihn nicht erschrecken. Nicht hinterherlaufen. Aber auch nicht vor ihm davonlaufen. Nicht an den Ohren oder am Schwanz ziehen. Ihn in Ruhe in seinem Körbchen schlafen lassen. Und nur mit ihm kuscheln, wenn er auch wirklich will. Okay, ich hab's verstanden. Ich halte nie wieder dis oder einen anderen Hund fest, wenn er nicht bei mir bleiben will, versprochen. Colin, wo magst du denn am liebsten gestreichelt werden? Ich mag's am liebsten auf dem Rücken. So? Ja, das ist schön. Aber ich mag's zum Beispiel nicht so gern im Gesicht und vor allem nicht an der Nase. Du, Colin, weißt du eigentlich, warum der Nils mich immer ärgert? Ich glaube, wenn du aufhörst, ihn kleiner Nils zu nennen, dann hört er auch auf, dich Riesenkäthe zu nennen. Oh, ach so. Colin, da bist du ja. Oh, wo warst du denn? Wuff, der Hugo hat mich gefangen, aber Käthe hat mich gerettet. Das war echt cool. Sie hat den Hugo veräppelt und sie hatte gar keine Angst. Gar keine. Wow, wow. Wirklich? Willst du die Geschichte hören? Ja, erzähl mir alles. Ich bin echt gespannt. Also, es kam in den Wald und da sah es Hugo, der den armen Colin gefesselt hatte. Und da bin ich einfach zu Hugo hingegangen und hab's so getan, als ob ich den Colin gar nicht kennen würde. Hi, und dieser Hugo war ganz stolz, einen spressenden Hund gefangen zu haben und wollte mir zeigen, wie toll Colin sprisst. Aber Colin hat nichts gesprochen, er hat nur gebellt. Toll, Colin, das hast du echt gut gemacht. Und dann hab ich gesagt, den können sie doch gar nicht an den Zirkus verkaufen. Der sprisst doch nur Hundes. Das Geheimnis blieb bewahrt von Colin, dem sprechenden Hund. Käthe und Colin hatten einen schweren Start, doch von nun an lief alles rund. Piep, war das eine schöne Geschichte, Piep. Jetzt bin ich aber müde. Ich hab dich lieb. Pepe, du kannst jetzt nicht auf meinen Pfoten schlafen. Ich muss noch runter zum großen Segelhafen. Piep, was machst du denn dort um diese Zeit? Heute ist Hundeparty und gleich ist es soweit. Piep, dann schlafe ich hier auf meinem Kissen. Piep, ich werde dich vermissen. So, liebe Kinder, ich belle Wow Wow. Das heißt auf Hundisch Tschüss, Ciao. Piep, und ich sage Piepüss. Das heißt auf Piepisch Ciao, Tschüss. Gute Nacht und gebt auf euch Acht.